Und dabei für das Bundesliga-Rennen der Junioren, die Müller, Lila und Logistik, Rad-Bundesliga der Junioren. Also, die Fahrer sind unterwegs, müssen wir einfach einmal hier aus der Thank you.
die Zeiten, die jetzt hier am Abstand haben. Das ist das, was man positioniert. 30 Sekunden. Nächster Verfolger, das ist 57, der ist ein Augen, wie das dritte SV Holzer Radsport. Also, 7 Kilometer und 2 Runden noch zu fahren. Reicht das für die Zweite? Sie machen auf jeden Fall einen super Start. Aber, ja, wir sind ja im Start jetzt. Die letzten 7 Kilometer. Oder 2, hier 3,5 Kilometer vor dem Ziel. Nicht Ihrer Unterstützung von den Glocken sein. Nur noch einer ist vorne. Also, der Bonn ist vorne. Los, das hier alleine. 7, 8 Sekunden. Also, viele Gerichte. 8 Sekunden. 4, 2, 2, 3, 4, 8 Sekunden. Wir sind 1,5 Kilometer. Mit die Rad-Bundesliga. 19 auf den allerletzten Meter. Mit ihrer Unterstützung im Ziel hinein. Hier sind die schnellsten Langhochfahrer. Wird bestätigt, dann kann ich mir noch einmal an die Jury, es gewinnt sie heute noch die Region. Fabio Christen von der Schweizer Nationalmannschaft. Der Fabio. Fabio bekommt Applaus, obwohl er noch gar nicht da ist, so sieht er aus. Ein Applaus für die. Wieder von Tissot, die schöne Tasche. Und vom SC Berlin mit der Maurice Ballerstedt. Herzlichen Glückwunsch, Maurice. Und der Sieger heute, der kommt vom Stevens Juniorenteam Thüringen. Und ist der Tim Oelke. Von Stevens Juniorenteam Thüringen. Das ist der Marten Schomburg. Und kommt dazu das Grüne Trikot. Tom Lindner. Für der Schade überreicht das Bergtrikot. Das ist dann ähnlich wie bei den ganzen. Kleine Überraschung, das ist das Stevens Juniorenteam Thüringen geworden ist.